Hallo, hier ist Jan und willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Ich habe zwischen den Episoden ordentlich neues Equip gekauft, steht alles in der Videobeschreibung, nur dass ihr da Bescheid wisst. Und von daher kann es auch direkt weitergehen. Vielleicht? Ist das wichtig? Ich mache Liebesweissagung. Soll ich dir deine Frau sagen? Wie wäre es, wenn du Zeit hast? Na klar, gerne. Okay, kannst du mir das auch übersetzen? Du bist seltsam. Aber da bist du wahrscheinlich hier nicht die Einzige, weil alle Leute hier ein bisschen komisch sind. Ja, das ist Fina schon. Was haben die Leute hier gegen Frauen? Irgendwie sind die hier ganz komisch eingestellt. Meine große Schwester? Nee. Meine Mutter? Nein. Cliff, Möwe, Cliff. Verstehe ich irgendwie nicht. Das lasse ich mal so stehen. Zwei Männer, mir ist schwindelig? Hä? Irgendwie ist das gerade etwas sehr strange. Vielleicht ist hier wie bei Ouroboros, bei dem Dorf bei Resident Evil, ist hier irgendein Virus ausgebrochen und jetzt ticken die Leute nicht mehr richtig. Aber gut. Vielleicht löst sich das Ganze ja noch auf. Ich würde mal sagen, wir gehen zum Haus des Oberhauptes und vielleicht hat der eine Antwort für uns. Hey, hey, hey. Mensch, extrem freundliche Mucke irgendwie. Klingt so ein bisschen, nicht unbedingt nach Karneval, aber auf jeden Fall nach Feier. Okay, ihr habt auf uns gewartet. Erzähl doch nicht. Das tun wir. Meinst du mich? Nein, nein, die andere junge Dame. Die mit dem gleichen Armband. Ist das so offensichtlich oder so sind wir sonst gar nicht? Ich sag mal, so sind wir sonst gar nicht. Küsst euch nur. Nein, nein, nein. Hätte sie nicht. Na gut, ist das so offensichtlich. Ich habe richtig geraten. Und nun? Das tapfere Paar. Gefällt mir. Sind wir nicht direkt, aber... Na komm, Fina, es scheint ihn glücklich zu machen. Und mich würde es auch glücklich machen. Und ich könnte dich glücklich machen. Wie nett, es gibt Schlimmeres. Er könnte dich mit Gatwin zusammenwerfen. Okay. Boah, wir sind das auserwählte Paar. Das ist ja Wahnsinn. Ist das eine Ukulele oder ist das eine Gitarre? Ich habe da keine Ahnung. Aber er scheint anfangen zu singen mit seiner Zahnlücke. Ich meine, wie oft kommt es vor, dass das Oberhaupt uns was spielt? Ich denke, es ist 5 Jahre her, der Vulkanschutzgott, von Gumbo, er starb. Ich weiß nicht, wie ich das singen soll. Ich denke, es ist 5 Jahre her. Das Feuer. Ich glaube, ich lasse das lieber sein. Okay, erzählt also irgendwie so ein bisschen die Geschichte, ja? Wenn es ein Paar gibt, werden wir... Nee, 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 komm, ich lasse das sein. Ich lasse das lieber sein. Aber er geht auf jeden Fall gut ab. Und dafür gibt es auch regnenden... Nee, tosenden, sagt man. Tosenden Applaus? Ich glaube. Okay, ganz toll. Noch ein Lied? Nee, 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 passt schon. Ich glaube, ich kann wir uns eigentlich auch direkt zurückziehen? Das wäre mir lieber. Ich muss jetzt nicht unbedingt draußen rumlaufen. Ja, ja, es ist Schlafenszeit. Lassen wir die Leute mal Leute sein. Und ja, kommt morgen, dann feiern wir das Finale des Fests. Juhu, das Finale. Ich meine, wie geil kann das Finale tatsächlich werden? Ich muss nur Vorbereitung treffen. Gut, 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 lass dir mal Zeit. Ja, und das Spiel hat noch das SZ für Muss. In den modernen Spielen ist das nicht mehr, ne? Ich weiß nicht mehr, wie oft die deutsche Rechtschreibung geändert wurde. Ich blick da selber nicht mehr durch. Aber gut. Die 99 größten Hits, dachte ich, was tun wir jetzt? Alle haben sich so gut amüsiert, aber das Fest schon vorbei. Ob das Fest schon vorbei ist? Sie wollen mit dem Finale beginnen. Ja, als ob sie ohne uns anfangen können. Ich meine, wir sind das auserwählte Paar. Oder tapfere Paar oder was auch immer. Das heißt, die Party ist, wo wir sind. Das ist im Schlafzimmer.
ob Lufia und Zed noch da beschäftigt sind. Das ist ein bisschen sehr weit hergeholt gerade, oder? Meinst du nicht auch, dass unser Empfang hier etwas seltsam verläuft? Vielleicht haben sie auch gesehen, wie wir über die Mauer gekommen sind oder Deid geholfen haben und deswegen werden wir gefeiert. Ich meine, kann doch sein. Fina, du und deine Intuition. Ich denke auch, ansonsten fragen wir sie einfach. Habt ihr irgendwie Wintergedanken? Nee. Ich meine, hallo, kann auch sein, dass Dörfer so freundlich sind. Nee, Moment, da ist der Ausgang, glaube ich. Wir müssen da lang, oder ich? Hier lang, ja. Das, beide Seiten sehen gleich. Es ist leichter, in die falsche Richtung zu laufen. Aber gut, gehen wir einfach mal zum Zelt. Ist ja direkt hier. Hä, sprichst du über mich? Interessant. Obwohl das irgendwie ein bisschen fail übersetzt klang, aber vielleicht habe ich es auch ein bisschen falsch gelesen gerade. Ja, aber es ist nicht zu viel von einer guten Sache. Nun denn, gehen wir ins Begrüßungszelt und erleben das Finale dieser Feier. Sind wir bereit? Klar. Okay, wir sind bereit. Wie gestern könnt ihr beide hier sitzen. Okay. Ach, Fina, was sollte tatsächlich passieren? Eben, außerdem das, ne? Wir können uns ja nicht beschweren, wenn die so gastfreundlich hier sind. Sicher habt ihr gehört, dass das Dorf Angst hat, der Vulkan könnte erlöschen. Ja, das hat er ja irgendwie so gesungen, ne? Das Feuer ist wegen dem Feuerdrachen erloschen, der auf dem Gipfel erschien. Wie in der Dorflegende beschrieben, sollen dem Feuerdrachen als Opfer angeboten werden. Habt ihr das nicht gewusst? Was? Nein? Den Teil hast du nicht erzählt. Seit kurzem bin ich so vergesslich. Ja, wie nett. Soll das heißen, das tapfere Paar ist deswegen das tapfere Paar, weil es so tapfer ist und sich dem Drachen opfert? Das meinst du nicht ernst? Oh, im Ernst? Im Zelt versteckte sein Katapult. Wirklich? Die Mucke hierzu. Aha. Um die Liebe zweier Menschen zu erlangen, muss man das tapfere Paar sein, die nichts fürchten. Okay, interessant, dass ihr eigene Sprites habt. Wer weiß, ob die beiden wichtig sind. Dabei sind wir nicht mal ein wirkliches Paar, oder doch? Ja, also im Klartext, was hier genau abgelaufen ist. Vergessen wir das mit dem Opfer. Moment, ich erkläre das gleich. Genau. Genau. Außerdem haben wir Gedwin hier. Ist ein Drachentöter. Warum kümmert er sich nicht drum? Hat schon den Drachenspalter-Move. Wahrscheinlich kann er so einen Drachen one-shotten. Wir müssen hinter den beiden her. Anscheinend. Denn jedenfalls alle Leute in diesem Dorf haben also ihre Liebe quasi zurückgehalten, obwohl es wahrscheinlich so ein Dorf ist, wo man sich sofort ins nächste Mädel verliebt. Einfach weil die Leute, die öffentlich ihre, ja, Beziehung so zeigen und so liebvoll zeigen, dem Drachen geopfert werden sollen. Deswegen haben alle so getan, als ob sie sich nicht für das andere Geschlecht interessieren. So logisch ist das. Und wir haben das natürlich nicht gewusst, weil wir hier neu sind. Und auch interessant, dass Justin ihr jetzt volle Kanne unter den Rock gucken kann, auch wenn sie die Hand davor hätte. Ich weiß genau, was du da hast. Ich hab's schon mal angefasst, als wir auf dem Geisterschiff waren, ne? Tja, jedenfalls nehmen wir dadurch einen Shortcut zum Vulkan. Fliegen wir eigentlich in die richtige Richtung? Ich glaube, der Vulkan war eigentlich im Osten vom Dorf. Ich müsste nochmal auf die Karte schauen, aber ich glaube, der Vulkan war im Osten und im Westen, wo wir jetzt quasi optisch hingeflogen sind, waren die Ruinen. Aber gut. Das war mein Po. Mensch, bei der Geschwindigkeit, die wir eben hatten, musste der Sturz... von der Mauer waren wir wahrscheinlich noch schneller. Ich meine, da mussten wir die maximale Geschwindigkeit, die Fallgeschwindigkeit haben. Bei einer Beschleunigung von 9,8 Minuten pro Sekunde. Aber ich habe vergessen, wie hoch die maximale Geschwindigkeit ist, wie ein Mensch fallen kann. Alles weiß ich auch nicht mehr. Aber ich war mal gut in Physik. Auf keinen Fall können wir zurück. Wenn wir den Feuerdrachen besiegen, gibt's kein Problem mehr, oder? Die hätten uns auch eigentlich direkt fragen können. Ich denke mal, Justin wäre so sozial gewesen, dass er das wieder mal auf seine Schultern geworfen hätte. Aber müssen wir es eben so machen. Das ist die Fina, die ich kenne. Geradeaus, lass uns gehen. Und wieder mal nur zu zweit. Könnte spannend werden.
Ich denke mal, das ist gut, wenn ich hier einen Schnitt mache. Ich denke auch, dass... Ich weiß nicht, ob es knapp wird. Eventuell schaffe ich es am Sonntag nicht, eine Folge hochzuladen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Muss ich sehen, ob ich am... Moment, Sonntag? Lass mich mal kurz rechnen. Freitag, Samstag? Nee, das wäre wirklich zu knapp. Nee, dann nehme ich lieber noch eine Folge auf, sonst wird das wirklich zu knapp. Wirklich zu knapp. Aber... Was ich sagen wollte, ist, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Technik, was als nächstes ansteht. Denn bei Justin, seht ihr schon, ich habe das Schwert abgegeben im Moment für die Keule, einfach weil ich mit 20 Schwert, 25, oh, die übernächste Attacke anstrebe, also was das Schwert angeht, werde aber garantiert diese 3 Schwertlevel vorher noch kriegen, bevor wir die anderen Sachen aufleveln. Mich interessieren vielmehr diese 4 Axtpunkte und Wind und Wasser, was im Moment richtig gut ist, weil wir sind auf dem Vulkan und da kann man mit Eisattacken ziemlich gut vorwärts kommen. Deshalb knistern all the way. Bei Fina ist im Moment, habe ich ihr ein Messer gekauft, müsste auch in der Videobeschreibung stehen, einfach weil das Messer ein wasserelementares Messer ist und deswegen hier von Vorteil ist, können wir so ruhig ein paar Punkte für Geschick machen. Andererseits werde ich aber größtenteils, denke ich, auf Wind im Moment gehen bei ihr. Ich glaube, Wind ist es. Wind und Wasser halt eigentlich auch. Einfach weil Erde, wenn es sich lohnen würde, Graben zu tun, einzusetzen. Aber ist im Moment nicht der Fall. Aber das ist eigentlich schon alles. Ansonsten den Koffer. Falls ihr die Keule aufgehoben habt, dürfte die hier wichtig oder nützlich sein. Ich habe ja von der Haikeule schon mal geredet. Denn diese Haikeule, es gibt hier ein paar Geistergegner und gegen die müsste die ganz gut effektiv sein. Aber das war dann eigentlich auch schon alles. Ich würde sagen, den Vulkan erkunden wir dann genauer beim nächsten Mal in Let's Play Grandia. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dann.